Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Gebt acht und bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er übertrug die Vollmacht seinen Knechten, jedem eine bestimmte Aufgabe. Dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam. Gelobt sei Jesus Christus. Das neue Kirchenjahr ist bei uns eingezogen. Wir sind am ersten Adventssonntag angelangt. Schön, dass Sie auch heute diesen kleinen Impuls betrachten. Jesus hat uns erneut zur Wachsamkeit aufgerufen, weil sein Kommen oder die Sehnsucht nach ihm immer in unserem Herzen wach sein sollte. Wir wissen es, jeder Mensch braucht Sicherheit und Geborgenheit. Wer meint, ohne auskommen zu können, der belügt sich schließlich selbst. Doch dabei ist die Angst, ins Leere zu fallen oder verloren zu gehen, zu groß geworden. Tief in der Evolution des Lebendigen begründet, erfahren wir von Kindesbeinen an, wie sehr wir auf einen verlässlichen Lebensrahmen angewiesen sind. Niemand sollte das Bedürfnis nach Geborgenheit und auch nach Sicherheit denunzieren. Aber wir dürfen auch die zweite Seite dieser Medaille nicht übersehen. Aus einem gesunden Sicherheitsbedarf kann Versicherungsdenken werden. Aus der begründeten Angst eine neurotische Vorsorge. Aus dem Wunsch nach Verlässlichkeit die Weigerung, noch zu wachsen und sich auf Neues einzulassen. Allzu schnell geben wir uns mit uns selbst zufrieden. Wir kennen uns ja dann. Statt der großen Hoffnung hat sich alles in einem wohltemperierten Mittelmaß eingependelt. Ausdrücke wie Biedermeier Zeit oder Otto Normalverbraucher zeigen uns jene Problematik der Beschränkung auf dieses wohltemperierte Mittelmaß. Nur keine Experimente mehr, nur kein einschneidende Veränderungen. Lieber alles beim Alten lassen, nur immer so weiter. Aus dem Bedürfnis nach Wohnung wird faule Gewöhnung. Die Macht der Gewohnheit zeigt sich von ihrer schlechtesten Seite. Leben aber heißt wachsen, sich stören lassen, irritiert werden, neue Erfahrungen zulassen, neugierig und überraschungsfreudig bleiben, Erwartungen, Wünsche, Träume haben und diese kultivieren, sich wandeln lassen. Worauf warten wir noch? Sind wir fertig mit uns und mit anderen? Haben wir das letzte Wort schon gesprochen, innerlich oft und bloß schleichend, aber mächtig? Nichts ist im christlichen Glauben gefährlicher als diese Macht der Gewohnheit. Nichts ist lähmender als solch eine Ruhigstellung christlicher Hoffnung. Nichts ist tödlicher als solch ein Verlust von Spannkraft und Neugier. Wir verkünden keine gute Nachricht, weil das Evangelium keine Neuigkeit mehr für uns ist. Wir sind daran gewöhnt, es ist für uns eine alte Neuigkeit geworden. So klagte die prophetische Christin Madeleine de Brel in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Der lebendige Gott ist kein ungeheures, umwerferndes Glück mehr. Wenn wir von Gott reden, bereden wir eine Idee, statt eine erhaltene, weiter geschenkte Liebe zu bezeugen. Wir verteidigen Gott wie unser Eigentum, wir verkünden ihn nicht wie das Leben alles Lebens, wie den unmittelbaren Nächsten all dessen, was lebt, so Madeleine de Brel. In allem Menschlichen gibt es immer ein zu wenig. Noch in den schönsten Erfahrungen taucht der Geschmack der Vergänglichkeit auf.
alles in unserer Welt trägt gleichsam ein Verfallsdatum, aber auch einen Verheißungsvermerk. Und genau das ist die Botschaft des Advents. Genau das ist Anlass zur Eucharistiefeier, zum großen Dankgebet. Wir verkünden aus dieser Verheißung heraus Leiden, Tod und Auferstehung Jesu, bis er wiederkommt in Herrlichkeit. Wir erinnern uns dankbar daran, was mit ihm neu in die Welt gekommen ist und nunmehr, Gott sei Dank, nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist. Es liegt an uns, in diesem Advent die Macht der Gewohnheit zu entmachten. Es liegt an uns, uns aufwecken zu lassen zu einer echten Wachsamkeit, um den wahren Geschmack des Lebens in Christus zu erfüllen und nicht den fahlen Beigeschmack der Vergänglichkeit. Lassen wir uns aus allem Versicherungsdenken, aus aller Gewohnheit von Jesus Christus herausreißen. Er fordert uns auf zur Wachsamkeit, zur Bereitschaft, uns auf Neues mit ihm einzulassen. Schließen wir uns nicht ab in einem verkehrten Gewohnheitsdenken, sondern öffnen wir uns, dass der frische Wind der erlösenden und befreienden Botschaft Jesu uns neu durchfluten kann. Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen von Herzen einen schönen und besinnlichen ersten Adventssonntag. Gelobt sei Jesus Christus.